So, ich bin mal hier hingegangen, ich habe was vergessen. Was ich auch komplett übersehen hatte. Ich bin bestimmt mittlerweile darauf hingewiesen worden. Bisschen mir wieder auch eingefallen, wie wir eigentlich diese Zellen aufbrechen können. Und ich glaube, ich habe auch Jamjas komplett übersehen. Denn ich dachte, der müsste. Ah. Genau, hier war doch was. Wir kriegen nämlich hier einen ganz speziellen Move beigebracht. Und damit erstmal ein gutes Willkommen zurück zur Folge von Let's Play Banjo-Tooie. Genau, wir lernen nämlich, dass wir Banjo und Kazooie auch voneinander trennen können. So, ja. Die beiden Charaktere können wir voneinander trennen jetzt mit dieser Fähigkeit. Wie ihr sehen könnt. Aber viele Fähigkeiten haben sie noch nicht drauf, hat nur ihre Basics. Ja. Ist wichtig für ein paar Rätsel. Aber jetzt erstmal gehen wir wieder zusammen rum. Ja, was wollte ich sagen? Wir kommen zurück von Banjo-Tooie. Ich habe ein paar Sachen vergessen zu machen. Das werden wir noch schnell erledigen. Dann kümmern wir uns erstmal um den Bosskampf und dann machen wir weitere Nebenaktivitäten hier. Ich glaube, war es hier, wo ich die vergessen hatte? Die im Bahnhof hatten? Ja, nein, da hier ist der Bahnhof. Okay. Dann war es der andere Weg. Ich habe nämlich komplett vergessen, wie ich die hätte befreien können. Ich hätte einfach mit den Granateiern die Gefängniszellen aufschießen können. Ja, daneben. Dann machen wir das ein bisschen jetzt mal. Bevor wir dann an die nächsten Missionen gehen. Ich habe mich da ein bisschen dappert angestellt. Bam, bam, bam. Wir machen nur den Weg frei. Oh Mann, die Musiken, ey. Aber es war auch, ist auch so bei Yooka-Laylee. Ich gehe hier auch mal mit. Das ist so geil, Grant Kirkhope, ey. Ich habe auch richtig Lust bekommen, eventuell noch einmal ich jetzt haben wir das auch machen müssen. Ich weiß, ich würde bestimmt schon geflamed worden. Vorherigen Folge, weil ich das nicht gemacht habe. Das Lustige ist, den haben wir jetzt die ganze Zeit als Passagier dabei. Bis wir überhaupt in seiner Welt ankommen. Das ist noch zwei Welten weiter. Nein, drei Welten sogar, glaube ich. Hinter ich auch zur Vulkanwelt. Auch das ist etwas, was wir später wieder brauchen werden. Nee, jetzt doch nicht. Was ich sagen wollte, ich hätte auch richtig Lust bekommen, mit meiner verbesserten Aufnahmefähigkeit, Qualität etc. noch einmal Donkey Kong 64 zu geben. Ich weiß es noch nicht. Es gibt ein paar Sachen, da bin ich mit der alten Qualität sowieso mittlerweile nicht mehr so zufrieden. Da will ich gar nicht lang. Sowieso nicht mehr so ganz zufrieden. Und würde das irgendwann vielleicht nochmal überarbeiten. Ach so, Meilensteine, die ich erreicht habe, weil ich weiß, dass ich es nicht mehr besser machen kann. Wie zum Beispiel Kingdom Under Fire Crusaders oder Mario Sunshine, das würde ich sowieso nicht neu machen. Aber Donkey Kong, das wäre eine Überlegung wert, weil ich hätte da zwischendurch richtige... What? Da ist ja noch eine Cheeto-Seite. Ach, deswegen hätte ich darüber gesollt. Dann müssen wir doch nochmal da lang gehen. Sunshine oder sowas, das würde ich nicht nochmal machen, weil da bin ich der Meinung, das kann ich nicht mehr besser hinkriegen. Auch wenn ich nicht die Top-Aufnahme
Geräte zu dem Zeitpunkt hatte. Wobei, wer weiß, irgendwann entscheide ich mich doch andersrum. Aber... Obwohl es hier nichts geschnappt kommt. Ne, okay, da ist nichts. Ich habe die Cheeto-Seite komplett übersehen. Hey, noch ein und wir haben alle für den nächsten Code. Nur was wissen. Haben wir nicht jetzt alle hier in diesem Level? Ja, in dem Level haben wir alle. Wir haben so wenig Puzzleteile, das ist so lächerlich. Das müssen wir mal ändern jetzt. Wir kümmern uns jetzt mal um den Boss. Den legen wir jetzt als nächstes. Hatte ich ja nicht umsonst die ganze Zeit angekündigt. Ja, wir haben ja so viel Vorarbeit geleistet. Eine Mutter. Dann machen wir nochmal den Howard Lucas. Mir ist nämlich, glaube ich, wieder eingefallen, wie das ging. Oder machen wir das jetzt schnell? Machen wir das jetzt schnell. Ich meine, es war irgendwie, dass man eine Granate dagegen schießen sollte. Ne? Ich probiere es nochmal. Nein, da nicht. Ach so. Ich wusste doch, irgendwie ging es. Ich muss echt öfter mal die Granaten einsetzen. Ich merke das immer, wenn wir ein neues Ei bekommen, dass ich dann verpeile. Jetzt wäre ich eigentlich hier und könnte die Aufgabe erledigen lernen, aber ich habe es immer auf die lange Bank geschoben. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Boss. Na, ein alter Bekannter. Ziemlich teuer Eintritt eigentlich. Herr Flicken! Aufgeblasener Mensch, geht die du. Oh Mann, Kazooie! Okay. Das ist der nächste Boss, Herr Flicken. Ich muss erstmal ein bisschen Abstand von dem gewinnen. Der läuft eigentlich nur hier rum und spuckt Wasser, weil eigentlich könnte ich mal was überprüfen. Wenn er schon so blöd da steht. Das geht also nicht aus dem. Na gut. Dude, seriously. Eigentlich müsste ich hier jetzt eine Flugplatte spawnen gleich. So, geht doch. So, weil vom Boot aus können wir ihn nämlich jetzt nicht mehr angreifen. Da werden wir dann immer geboxt.
Deswegen geht's jetzt in die Luft. Und hab. Also ein bisschen Höhe gewinnen. Okay. So. Ich bin viel zu nah, ja, Banjo, spastel mal nicht rum. Sag mal. Wenn die Steuerung hier mal ein bisschen präziser wäre, wäre das viel besser. Okay. 20 solche Stellen muss ich noch treffen. Fuck this shit! Ich flieg dauernd gegen den. Nur ganz schön Luft gelassen, der Frische. Okay, aber ich brauche erstmal wieder Abstand. Zur Not muss man wieder Eier einsammeln gehen. Ach, fuck it. Oh, ich muss mal aufpassen, meine Energie. So, schauen wir mal. Okay, so einen Kopf habe ich auch erwischt. Gerade schauen dann, wo die letzten sind. Eins ist nach unten. Hinter drei. Oh, eins. Oh, die da bei der Schnauze da vorne sind genau so scheiße. Nein, ich hab keine Eier mehr! Wie das klingt. That's what she said. Okay. Wir müssen schnell landen. Jetzt weg erstmal. Schnell wieder Vorrat tanken. Der Vorteil ist, bei solchen Bossen kriegt man meistens immer gleich die Eier präsentiert, die man braucht. Da muss man dann nicht lange warten. Okay, dann können wir mal mitnehmen. Und. Hey. Was aber ein. Sehr ungesunden Husten. Scheiße, ich wusste es. Eines erwischt mich. Ein sehr ungesunden Hustenmeister. Eine noch. Die ist auf der Rückseite wahrscheinlich. Viel zu nah bei ihm wieder. Ja, da am Hinterteil. Der schrumpft auch ganz schön. Fuck it! What? Ich gehe besser erstmal eine Honigwabe besuchen, ich bin gleich tot. Komm schon, ich brauche eine Energie. Ja. Oh, das war knapp. Nein! Nein! Da hinten war Energie. Fuck this shit. What? Ey, komm. Alles nochmal auf Anfang. Das ist doch so scheiße, ey. Ich hatte fast genatzt. So, ich fange mit der hier im Hinterteil an, weil die war die schwierigste. Na also. Mann, so eine Scheiße mit deinen Wasserbällen. Sonst hätte ich den locker gehabt.
Der ging ja mal ganz daneben. Geht das Spiel schon wieder los? Schon wieder viel zu nah. Nicht unbedingt die beste Methode, aber effektiv. Weil ich nicht wegkomme von dem gerade irgendwie. Die da am Kopf ist auch wieder so nervig. Also geht doch. Ah, ich bin wieder viel zu nah mit. Dreh mal um. Ah, shit. Ja. Banjo, spastel doch mal nicht so rum. Wenn die Flugsteuerung nur etwas präziser wäre, wäre das kein Problem. Rage Mom. Ich hab den Kopf aber erwischt. Au! Okay, eins noch, aber scheiße, ich habe keine Granate hier. Weg hier, weg hier. Alter! Sollen wir lieber jetzt schnell erstmal. Nein! Ich hab noch nie so ein Ding erwischt! What the hell, man? Komm schon, da ist er. Nein! Ich will nicht schon wieder krepieren hier. Es geht immer so, ja, bis zum letzten und dann passiert dieser Scheiß. Fucking Dino da. Alter, geht doch! Oh! Holy shit, bin ich am Arsch gerade. Von der Energie her. Der hat noch nicht meine Energie oder irgendwas hinterlassen, dieser Tricksack. Na gut, dann gehen wir halt erstmal raus. Sammle ich draußen irgendwo Energie, da gab es ja genug Möglichkeiten. Alter, aber was ein Kampf. Aber gut, wir haben den Bosskampf geschafft, wir haben den Boss gelegt. Herr Flicken. Und damit auch. Hi, gute Bibi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Banjo-Tooie. Wir haben Herr Flicken im Hexerland besiegt. Oh, nein. Schon wieder so ein abgespastelter Heini da. Da ist meine Rettung. Wir erledigen noch ein paar Aufgaben, die wir erledigen können. Fuck this shit!
Will der mich verarschen?